Dieses Video wird unterstützt von Get in IT. Wenn du auf der Suche bist nach einem Job in der IT, dann am besten einfach mal bei getinit.de vorbeischauen oder einfach auf den Link in der Beschreibung klicken und dich dort mal anmelden. Denn hier warten über 5000 IT-Jobs für dich und darunter natürlich auch welche mit Dart und Flutter im Angebot. Und hier einfach mal das Profil ausfüllen, das heißt, wenn du hier quasi alle deine Fähigkeiten einträgst, React, TypeScript, Python oder was auch immer du kannst, dann einfach mal die Skills eintragen und die Sprachkenntnisse, Perspektiven, Studium, Ausbildung, Lebenslauf und Praxiserfahrung einfach alles eintragen und schon melden sich die Firmen bei dir. Dich kostet es überhaupt nichts, aber du kriegst dafür richtig coole Angebote von verschiedensten Firmen für die verschiedensten Jobs und kannst dir danach aussuchen, welche du haben möchtest. Und ja, das heißt viel Spaß dabei und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dart und Flutter, heute mit wieder mal der Paper Doll offensichtlich. Nein, also mit unserer Superhelden-App natürlich, aber wir haben hier dieses Layout letztes Mal gebastelt und wir wollen uns heute angucken, wie das eigentlich aussieht. Und dazu möchte ich hier als zweites Kind von unserer Column tatsächlich diese Row nochmal einfügen, damit wir hier auch wirklich was sehen können. Und ja, das sieht erstmal ein bisschen verwirrend aus. Ich möchte hier die Row vorher beenden vielleicht, so. Und lasst mich das so hinpacken. Okay, so, wie würde das jetzt aussehen? Nun, wir haben jetzt im Endeffekt 6 Bilder. Das zeigt am besten, wie man das eigentlich gelayoutet hat. Jetzt hier die 2 Zeilen, die wir hier haben, sind innerhalb einer Column. Und alle davon haben Main Axis Alignment Space Evenly. Okay. So, jetzt darum soll es heute gehen. Wie sind eigentlich die Sachen angeordnet? Nun, wenn wir das jetzt mal nochmal hier neu laden, dann sehen wir, okay, natürlich wie erwartet, wir haben 2 Zeilen, also Zeile 1, Zeile 2, und zwar innerhalb einer Spalte. Allerdings natürlich dadurch, dass wir 3 Kinder haben, haben wir in jeder Zeile 3 Spalten. Wir können jetzt allerdings hier auch hergehen und können hier zum Beispiel 4 reinmachen. Wieso funktioniert das Ganze? Zeilen und Spalten sind ja normalerweise immer konsistent, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Apps hat. Und hier sehen wir, okay, sie sind offensichtlich nicht konsistent. Und das liegt einfach, wie gesagt, daran, okay, wir haben eine Spalte auf das ganze Layout angewandt. Ja? Das ganze Ding hier, dieser ganze Body ist eine Spalte, das ist dieses Column hier. Und innen drin haben wir 2 Zeilen und die Zeilen haben an sich nochmal Spalten. Das heißt, das ist bloß die Spalte 1, 2, 3 und 4 innerhalb unserer Zeile. Und ja, wir haben jetzt hier eine Verteilung. Und genau auf diese Verteilung möchte ich heute zu sprechen kommen. Dieses Main Axis Alignment Space Evenly und auch dieses Main Axis Alignment hier. Denn es gibt 2 verschiedene Sachen. Wir haben einmal natürlich die Zeile und einmal haben wir die gesamte Spalte, ja. Und wenn ich jetzt hier eine Zeile habe, dann ist das Main Axis oder die Main Achse, die Hauptachse ist innerhalb der Zeile. Das heißt von hier nach hier. Das heißt, dieses Space Evenly hier oben bezieht sich auf diese 4 Elemente. Wie werden diese 4 Elemente innerhalb der Zeile angeordnet? Bei einer Spalte ist es ein kleines bisschen anders. Eine Spalte kann ja auch mehrere Kinder haben. Und diese Kinder sind in dem Fall die Row 1 und die Row 2. Und wir haben als Haupt ja, im Endeffekt Hauptachse, also die Main Axis bei unserer Spalte, also das Ding hier, dieses Space Evenly, das bezieht sich jetzt auf diese Spalte hier runter zu. Während es gibt natürlich auch die Funktion, dass man das anders ausdrückt, und zwar Cross Axis. Und das geht genauso. Das heißt, ich kann meine Cross-Achse haben, also meine andere Achse, und zwar innerhalb meiner Zeile ist das nach unten gesehen. Also so von oben nach unten. Und innerhalb meiner Spalte ist das natürlich so, wie es bei einer Zeile wäre, also von links nach rechts. Ja? Das bedeutet, ich kann hier auch Cross-Axis-Alignment angeben, wenn ich das möchte. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und zwar sagen wir jetzt hier mal Cross-Axis-Alignment Cross-Axis-Alignment.Center. So. Und jetzt machen wir hier mal die Space-Evenly-Sachen raus. Ja. Weil die muss man eigentlich nicht angeben. Man sollte sie nur angeben, weil es ansonsten teilweise komisch aussehen kann. So, und jetzt sehen wir, wie das Ganze eigentlich aussieht. Wir haben hier Space Evenly für die Main-Achse, also von oben nach unten. Und Cross-Achse, das sehen wir jetzt hier, wird gecentert. Hm, seltsam. Wieso sehen wir jetzt hier irgendwie nichts? Also ich meine, offensichtlich ist das hier unten, diese Zeile, nicht gecentert. Aber naja, unsere Spalte, die wir hier, also diese Column, die wir hier angegeben haben, die ist ja auch komplett den ganzen Bildschirm breit. Das muss man auch immer bedenken. Das heißt, was wir jetzt mal machen, ist, wir löschen das hier mal raus und laden das Ganze nochmal neu.
Und wir müssen hier natürlich das Karate-Kit nochmal neu laden. Und hier sehen wir auch wieder, irgendwie, also mittig ist das nicht. Aber es geht hier auch nicht darum, wie diese Zeilen ihre Elemente anordnen, sondern es geht darum, wie die ganzen Zeilen angeordnet sind. Und die Zeilen, die haben einfach einmal randvolle Breite. Das heißt, dieses Cross-Axis-Alignment bezieht sich darauf, wenn ihr zum Beispiel ein, sagen wir einfach mal hier ein weiteres Kind habt. Und zwar, wie hatten wir das genannt? Superhero Name. Oder hieß es einfach nur, ja, doch, es hieß genau so. Genau, so. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Dann könnte es vielleicht ein bisschen klarer werden. So, wir sehen hier, okay, das Ding wird jetzt offensichtlich gecentert. Während, wenn ich jetzt hier auf mein Center gehe und dann zum Beispiel mal schauen, was es überhaupt für Werte gibt. Es gibt Start, es gibt End, es gibt Center, es gibt Baseline und Stretch. Dürfte jeweils klar sein, was das ungefähr ist. Stretch zieht auseinander, Ende und Start dürfte auch klar sein. Wir machen jetzt hier einfach mal Ende, damit wir wirklich was sehen können. Und jetzt machen wir das nochmal neu. Und hier sehen wir, okay, der Bucky, der Name, das Textelement, was wir haben, das fließt offensichtlich jetzt nach rechts. Und warum ist das so? Naja, der Text, also eine Zeile, frisst den kompletten Platz, den sie bekommen kann. Eben eine vollständige Zeile. Ein Textkind hingegen sagt einfach nur, ja, okay, ich brauche halt ein bisschen Platz und du darfst mich dorthin schieben, wo du möchtest. Das bedeutet, ein Textelement braucht nicht die komplette Breite. Das ist nicht von hier bis hier breit, sondern eben nur so breit, wie eben der Text das braucht. Und hier kommt eben das Cross-Axis-Alignment zum Tragen. Und wie gesagt, das Main-Axis-Alignment bei unserer Column geht von oben nach unten durch. Und das bedeutet, wir haben hier oben ein bisschen Platz, wir haben hier genau gleich viel Platz, hiernach haben wir gleich viel Platz und hiernach haben wir auch gleich viel Platz, weil wir hier eben ein Space Evenly angegeben haben. Wenn wir das jetzt ein kleines bisschen ändern und hier sagen, was wollen wir machen? Space Between, ja, das ist auch ein schön, eigentlich mag ich Space Between ganz gerne, muss ich sagen. Dann sieht das natürlich so aus. Das erste Element ist ganz oben und durch das Cross-Axis Alignment End auf der rechten Seite. Das zweite Element ist so, dass dieser Platz zwischen dem ersten und zweiten Element dem zwischen zweiten und dritten Element gleicht und, naja, nach dem dritten Element ist nichts mehr, weil wir hier eben gesagt haben, nicht evenly, sondern nur between, also zwischen den einzelnen Kindern. Okay, und ja, damit haben wir eigentlich so ziemlich das abgedeckt, was ihr zu diesen Float-artigen Dingern hier braucht. Das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit CSS, es ist teilweise auch nicht ganz so angenehm zu nutzen, sage ich jetzt mal, aber man kann eigentlich relativ gut hier die Elemente anordnen. Gut, somit war es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.